Hey, was darf's sein? Ein Wasser. Abnehmen fürs Hochzeitskleid, was? Naja, ihr macht das doch so. Ihr kauft euch die Hochzeitskleider zwei Nummern zu klein und dann... Egal. Herzlichen Glückwunsch. Ich mach jede Wette. Caro rechnet schon die ganze Hochzeit durch, ob sich Hellström echte Löwen für die Hochzeit... Einfach nur das Wasser. Ein Wasser. Er ist nämlich total groß und total hübsch. Und er reitet. Er holt mich auf seinem Pferd ab. Mein Hochzeitskleid, das sieht aus wie die Baiserstücke von Tante Hilde. Sag mal, Caro, wie sieht eigentlich dein Prinz aus? Hallo. Hey, Caro. Das geht so nicht. Nee, das geht so nicht. Ich suche die ganze Zeit nach einem Ort, wo du nicht bist. Das hier, das ist Giselle-freie Zone. Kapiert? Giselle-freie Zone? Genau. Hast du eine Ahnung, wie lange ich schon an diesen Kalkulationen sitze? Den ganzen Tag. Normalerweise brauche ich dafür, keine Ahnung, 4 Stunden? Und wenn ich dann alles nochmal durchrechne, dann stimmt das Ergebnis. Und zwar immer. Aber jetzt kommt immer was anderes dabei raus. Und das ist jetzt meine Schuld, oder was? Natürlich ist das deine Schuld. Weil ich die ganze Zeit nur an dich und dein dämliches Hochzeitskleid denke und dass ich nicht dabei sein werde und dass du mich wohl kaum dazu einladen wirst und dass das so nicht geht. Nein, das geht auch so nicht. Aber anders geht's ja auch nicht. Ja, und das ist nur deine Schuld! Wie bitte? Musstest du dich denn ausgerechnet in meinen Freund verlieben? Es ist ja nicht so, dass ich das hätte kontrollieren können. Du hast doch sonst immer alles unter Kontrolle. Warum hattest du dich denn dieses eine Mal nicht unter Kontrolle? Weil Liebe keine verdammte Zahl ist, okay? Da kann man nicht einfach mal was subtrahieren und dann kommt weniger dabei raus, als es vorher war. Tore glaubt immer noch, dass ich ganz LCL von seiner Fahrerflucht erzählt habe. Ich hab das nur gemacht, weil... Weil was? Weil ich Panik hatte, dass mich keiner mehr will als Model und dass der Mann, den ich liebe, mich auch nicht mehr will, sondern dich. Glaubst du im Ernst, Tore wäre mit dir noch zusammen, wenn er wüsste, wie das wirklich abgelaufen ist? Er würde dich abschießen. Ja. Das haben wir nicht bestellt. Geht aufs Haus. Das ist ein Ich-hab-dich-wieder-lieb-Cocktail. Eigenkreation. Caro, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Aber Jessica hat doch recht, wir sind doch ein Team. Findest du? Ohne dich könnte Tore immer noch nicht laufen. Ihr habt was. Eine Freundschaft. Du kannst ihm was geben, was ich nicht kann. Das habe ich kapiert. Und das ist doch eigentlich total schön, wenn du, also... Ich will nichts mehr von Tore. Wirklich. Das Thema ist für mich durch. Ich hab dich so vermisst. Oh, ich dich auch. Okay. Also, wenn du nicht mehr meinen Verlobten verknallt bist, dann... Es wird jetzt auch nicht besser, wenn du ständig drauf rumreitest. Dann sollten wir dringend mit etwas anderem anstoßen, als diesem Missverständnis aus Zucker. Guter Plan. Und dann musst du mir alles erzählen. Wie du dir dein Kleid vorstellst und... Ich hab's schon. Ich will's dir so unbedingt zeigen. Dann los!